Hoffentlich klappt jetzt mal alles. X-te Aufnahme, endlich mal der Aufnahmeknopf richtig betätigt. Also, läuft doch. Dann sage ich mal hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Salut aus Manila. Und heute diesmal wieder live aus Baguio City. Und wie ihr seht, mit heiklem Sonnenschein. Wir haben hier knapp 10 Uhr morgens und schon knapp 25 Grad. Und ich mit einem dicken Pulli aus Erfahrungswerten von gestern und den letzten Tagen zuvor, wo es nur gegossen hat und ich nass war wie ein Pudel. Ja, und heute sind wir mal unterwegs Richtung Botanischer Garten bzw. eine Aussichtsplattform. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich den Weg finde. War ich noch nie dort. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich schnaufe wie ein Elch, es geht nämlich nur bergauf. Ansonsten, ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Und bis dahin zeige ich euch mal hier und da ein paar Sehenswürdigkeiten oder das Alltagsgeschehen hier aus Baguio. Also dann, bis gleich. Oh, wer hätte das gedacht? Wir sind tatsächlich angekommen. Der Botanische Garten ist genau hier. Und wird auch gut besucht. Ja, das sage ich jetzt mal. Rein ins Geschehen. So, jetzt aber nichts mehr rein. Ja, kommt man sich vor wie bei den 99 Serpentinen. Vorsicht, Rutschgefahr, jedoch ganz ohne Stufen. Also ist diese Touristenattraktion auch hervorragend für Rollstuhlfahrer geeignet. Ja, und natürlich auch ein Heidenspaß für die ganz Kleinen. Ja, und natürlich verleitet dieser wunderschöne Hintergrund zu abstrakten Selbstdarstellungen. Ja, und hier fühle ich mich richtig wie auf dem Laufsteg. Ja, und wer sich gerne mal wie ein Einheimischer der historischen Zeit fühlen möchte, hat hier die Chance, auf dieser einmaligen, sagen wir mal, Touristenattraktion sich zu verkleiden oder hinter kopflosen Statuen zu stellen und ein schönes Foto von sich knipsen zu lassen. Aber so wie immer im Leben ist hier nichts wie umsonst und kostet, glaube ich, pro Person 20 Pesos. Fühlt man sich hier richtig wie im Laufkäfig? Puh, ich hoffe, irgendwann einmal ist hier alles richtig schön mit Grün bedeckt. Wow, das sieht dann bestimmt geil aus. Und wie immer, Achtung, Vorsichtsstufe. Ja, und natürlich dürfen hier auch kleine Wasserläufe bzw. kleine Seen nicht fehlen. Um nicht zu vergessen, eine wunderschöne Konstruktion einer Bogenbrücke. Natürlich nicht zu vergessen, wieder super geeignet für Selbstdarstellungen in hübschen kleinen Selfie-Aufnahmen. Ich wusste gar nicht, dass Baguio City eine Zwillingsstadt in Ontario, Kanada hat. City of Vaughan. Muss ich später doch gleich mal googeln. Ja, diese Treppenkonstruktion hat es doch eigentlich in sich. Finde ich hochinteressant. Wirklich schön gemacht und auch manchmal doch einen schönen Rutsch. Also, Vorsicht bei jedem Schritt, sage ich immer wieder. Und hier eine schöne Rastmöglichkeit für unsere Senioren. So sahen die Ureinwohner auf den Philippinen aus. Erinnern mich doch irgendwie an die Indianer aus Amerika. Ja,
oder habt ihr gewusst, dass eine der größten philippinischen Volkskrankheiten der Plattfuß ist? Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, dann bis zum nächsten Mal, alter Haudegen. Wirklich schön angelegt ist hier der kleine chinesische Garten. Und wie man sehen kann, mit einigen schönen Tierfiguren, die tatsächlich dem chinesischen Horoskop entsprechen sollen. Wow. Ja, da gehen wir jetzt nochmal durch. Ist vor allem eine Freude für die ganz Kleinen. Ja, so wie mich natürlich. Ja, und natürlich darf dieser Kung-Fu-Zeitgenosse für die philippinisch-chinesische Freundschaft nicht fehlen. Ja, seit 18 Jahren besteht schon die chinesisch-philippinische Freundschaft schon und wird mit einem speziellen Geburtstag dieser Freundschaft geehrt. Ja, und hier komme ich mir vor, als würde ich die heiligen Stufen erklimmen. Ja, und hier haben wir eine Japanese Fishing Shell. Frage ich mich, könnte das ein Wunschbrunnen sein? Und hier haben wir sogar noch einen japanischen Tori. Praktisch den Eingangsbogen zu einem Schrein. Wagen wir uns jetzt nochmal den Schritt zum Miner's Heart, was ungefähr so die Übersetzung sein soll. Ja, kurze Frage. Wird hier vielleicht unten im Eimer das Glück aufgefangen? Also ich sage euch Leute, ich glaube manchmal wirklich, die Stufen enden nie. Und weiter geht's. Psst. Ich werde gerade beobachtet. Könnt ihr es sehen, wo? Und von wem? Der hat mich voll im Blick. Okay, Junge, wir gehen schon weiter. Du mal schön Ausschau und Wache. Ja, und hier zum Abschluss nochmal ein kleiner Überblick über die Abteilung des Souvenirladens. Wir haben es geschafft. Der komplette Park ist durchklommen. Ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Finde ich sehr schön. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Wunderschöne Aussicht. Also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Salü aus Manila. Und vielen Dank fürs Einschalten.